Runde Matchmap neue Livestream-Abend. Seid gegrüßt auf Twitch, seid gegrüßt auf YouTube, wo auch immer euch hier gerade einfindet. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. So, ich gehe mal kurz die Teams durch. Heute, ja, Marina, Jenny, Micha. Moin. Moin. Da muss man fragen, sieht man bei euch heute was oder seid ihr inkognito unterwegs? Nein, heute sieht man wieder was. Bei Micha. Yep. Ja, genau. Bei Micha kann man heute ein bisschen mitgucken, was das Team Westen, genau, was das Team Westen so veranstaltet. Dann haben wir im Süden Holger, Jürgen, Sergeant Boy. Guten Abend. Guten Abend. Alle drei oder streamt Holger heute nur? Nee, ich nur. Ja, Holger. Okay. Holger am Start. Denn hier drüben auch ein, ja, seltene Konstellation. Gerd alleingelassen worden. Blood Angel unterstützt heute. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Bei Gerd könnt ihr natürlich mitgucken. Ja, jo, und mein Team hat sich komplett in Luft aufgelöst für heute, aber dafür unterstützt Tom. Moin, alle. Moin, moin. Sei gegrüßt hier mit in der Runde. Streamst du? Nee, auch nicht, oder? Oder? Nee. Aber ja, ich muss nur aufpassen, dass du nicht das ganze Geld für Hofverschönerung ausgibst heute. Kann ja, doch ruhig. Musst du machen, darfst du machen. Ja, genau. Freigabe hast du von allen anderen Teams. Machen wir das. Aber Bäume pflanzen und wegfräsen ist nicht erlaubt. Ne? Dran denken, die müssen stehen bleiben dann. Ne? Ja, und nicht so viel Deko aufbauen und so weiter und so fort. Nee, aber ich denke, das passt schon. Ne? Er unterstützt mich heute und ja, dementsprechend. Wollt ihr noch was sagen? Wie gesagt, ich musste ja für Jürgen nochmal sagen, ne? Jürgen musste letzte Woche leiden. Weil ihr ihn alleine gelassen habt, aber wir hatten ja einfach keine andere Zeit, kein anderes Zeitfenster mehr. Ach ja, komm, ne, ist gut. Euch die Steine zu klauen. Mit dem Kies weg kann das jeder. Ja, ja, das hättet ihr ja, aber auch machen können. Ist aber praktisch, wir müssen jetzt eine Kuh weniger ausbezahlen. Das stimmt. Und für Platz 2 reicht es immer noch. Das definitiv. Das ist mit der ganzen Erdfrucht ja vorher eigentlich auch schon relativ eindeutig gewesen. Das mit sechs sind das, ne? Sechs Erdfruchtzielen. Fünf Erdfruchtzielen, aber plus den Mist, was ihr ja schon hattet und den Dünger, den ihr uns geklaut habt. Also wie gesagt, die Düngerkuh und die Steinkuh sind zwei Kühe, die auf jeden Fall in diesem Match im Gedächtnis bleiben, würde ich behaupten. Ja, und wertmäßig 300.000 gegen 3.000, ne? Ja, du musst jetzt sogar noch den Dünger mitrechnen, den wir ja verloren haben im Lager. Ja, den meine ich. Und ja, das Kieswerk, ne? Die 600.000. Oh, das ist ja eine Million. Kieswerk. Ja. Aber teure Steine. War eine sehr, sehr, sehr teure Steinkuh, aber das Prinzip alleine, die Kuh zu holen, ist auf, also wie gesagt, die... Also die muss man mindestens zweimal am Tag polieren dann, ne? Sonst wird das ja nichts. Ja, muss, das ist auch, ne? Edelsteine sind das. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so, ne, aber das ist halt in den letzten Wochen, man hat das andere so ein bisschen aus den Augen verloren und Black Forest hat 3 Wochen lang, glaube ich, nur Steine gesammelt, nichts anderes gemacht. Und dementsprechend hatten wir ja schon 35.000 im Lager. Dann haben wir ja ausgerechnet, das Kieswerk produziert in einer Nacht das. Wir haben es genau mit der Brückenschließung gemacht. Ich wollte nur mal sagen, weil es teilweise sonst negativ aufkam, weil ihr nicht da wart, das wär egal gewesen. Ne? Ob ihr jetzt da gewesen wärt, Sergeant Wall und Holger, das Steinziel, hättet ihr auch nicht anders mehr schaffen können, weil das genau auskalkuliert war, dass ihr uns das nicht mehr abluchsen könnt. Auch wenn wir dafür 1 Million ausgegeben haben. Ne? Grüße gehen raus an Black Forest. Der hatte die Idee und sagte, komm, lass uns das nochmal trauen. Die merken das nicht. Ich dachte auch schon, na, aber gut, war damals beim Dünger wahrscheinlich, hattet ihr eine ähnliche Diskussion. Lasst es uns genau mal versuchen. Wenn man es nicht probiert, wird das nichts. Ne, ganz genau. Und deswegen, da muss man einfach mal probieren. Bringt ja auch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Spaß rein. Und ach, so soll es ja auch sein. Ja, denn von daher ran an die nächsten Goldenen, oder was? Genau. Yep. Rothafen. Dann gehen wir erstmal runter nach Sylt. Mal gucken. Jo. Oh, wenn so viele in den Discord hin und her springen, dann musst du auf was einen Raum triffst hier. Jetzt bin ich richtig, oder? Ja. Hört ihr mich? Ja. Okay. Gut, wir müssen erstmal hier noch was einkaufen. Der hatte Jürgen schon gesagt, er hatte nicht alles regulär eingekauft. Ja, also steht noch ein bisschen was da, was eingekauft werden muss. Nicht, dass die Produktion stillstehen, denn Geld braucht man noch. Für die Kühe, die wir noch bezahlen müssen. Ne? Und hinten bei den... Was war denn das? Was heißt, ein Stück muss noch geerntet werden, ne? Oder? Ja, ich bin dabei. Genau, und theoretisch wird es ja schon reichen. Ne? Mir zeigt es an 2,06 Millionen, ne? Bei den Zwiebeln. Sind jetzt im Lager. Ne? Ja, weil ich weiß aber nicht die ganze Zelle nochmal ab, weil du nee, brauchst, nee, nee, brauchst du auch nicht, deshalb. Wenn du vorne die Ecke noch mitmachst, ist okay, aber
Mehr brauchst du schon gar nicht zu machen, weil 2, und dann weiter auf der 52 oder 55 den Kohl runterroppen oder auf der 61 die Möhren. Das ist mir egal. Es ist egal, was wir machen. Bei den Karotten müssen wir bloß aufpassen, dass wir relativ ordentlich machen. Ne? Sonst kann es passieren, dass die nicht reichen. Ne? Ja, deswegen mache ich das ja. So, wir werden erst nochmal hier im Chat gucken. Gut, erstmal schönen guten Abend. Opa Micha, schönen guten Abend. Zippy, schönen guten Abend. Wolf, wunderschönen guten Abend. Dr. Dem, schönen guten Abend. Ubuvian Tour, schönen guten Abend. So, unten angekommen. Wir müssen natürlich auch noch gucken, dass wir natürlich hier unsere Bäume auch noch weggefräst kriegen, dass wir die möglichst natürlich im Winter verkaufen, Dezember und Januar. Ich meine, es ist jetzt schon 12 Uhr Dezember, halber Dezember ist rum. Jetzt weiß ich nicht, was habt ihr was aus dem Lager wegfahren können? Vor Wochen, ne? Ja, ich habe ein paar Touren weggefahren. Die Zuckerrüben sind alle in der Zuckerfabrik. Die sind alle in der Zuckerfabrik? Ja. Sind keine Zuckerrüben mehr im Silo. Da hat man schon genug in der Mitte, ja. Ja, hatte Benni auch schon zugemacht, Zuckerrüben. Achso, doch, das hat man ja zugemacht, genau. Oder endlich die Zuckerrüben loswerden. Ja, genau. Dann nehme ich mir einen Trecker und werde hier ein paar Bäume fräsen, oder? Erstmal mache ich noch die Einkäufe, was oben steht. Mineraldünger, den produzieren wir ja selber, da müssen wir nichts machen. Wir müssen auch die elektrische Ladung müssen wir noch einmal zukaufen. Fährst du jetzt noch was in die Mitte? Ja. Okay. Oh, geht schon los. Was? Werden jetzt Server verlassen? Ich hoffe mal nicht. Doch. Ja, ich sehe es. Also. Achso, du hoffst nicht, dass es wieder losgeht. Genau. Also letzte Woche war er sehr gut. So, wir brauchen Mist im Kompost und der Düngerherstellung. Die Düngerherstellung müssen wir zweimal elektrische Ladung kaufen. Da Grasfeld sind wir, seid da auch noch nicht weitergekommen, ne? Nee, glaube ich nicht. Nee. Okay. Ich glaube, da stehen auch, glaube ich, noch ein paar Ballen, die müssen da weg. Sind aber nicht mehr viele. Wurde schon gepresst? Ach so, ach, du meinst fertige Ballen. Ja. So, und da müsste eigentlich alles passen. Dünger wird produziert, genau. Ich habe gerade gesehen, der. Oh, die Hecke wieder, wie gehabt. Der Traktor mit den Schneidwerken steht immer noch da, wo ich ihn vorletzte Woche abgestellt habe. So, jetzt hat Toshi noch. Nee, vorletzte Woche war das ja postet. Schon. Mal anpinnen hier. Dann brauche ich eine Maus. Dann sehe ich ja bloß noch die Hälfte. Wenn ich weiter hier überall gegenfahre, ist das schon Sauerkraut, wenn ich ankomme. Kein Weißkohl mehr. So, Feld 49 ist fertig und Zwiebeln sind alle im LKW. Jo. Braucht man das Zwiebelschneidwerk noch? Nee, für was? Na, dann könnte man das ja auch schon direkt wieder wegtun, ne, demnächst. Ja, dann müsste man sich auf den Anhänger mitschmeißen oder man verkauft hier bei uns an der Werkstatt. Ja. Weil wenn man es sinnvoll einen Anhänger kriegt, könnte man es mitnehmen, aber ansonsten würde ich es hier in der Werkstatt verkaufen. Du fährst ja jetzt zum Hof, ne Jürgen? Ja. Aber wenn ich dann wiederkomme, gucke ich, ob ich hier oben rauflegen kann, dann nehme ich es mit zur Mitte. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht, auf Zwiebeln waren ja 2 Millionen, ne? Ja. Ja. Genau. Ich glaube, drei Anhänger habe ich, glaube ich, rübergefahren vorige Woche. Und 2,05 zeigt mir jetzt schon an, plus das, was ein Hänger ist. Auf jeden Fall müsste das reichen. Wo ist denn hier der Match? Ich mache dann zuerst die Karotten, ne? Ist egal. Wir können bloß an einer Stelle weitermachen mit einem Ruder. Das spielt ja keine Rolle. Also, in welcher Reihenfolge? Genau, Kartoffel 1,5 und Kohl 1,5 und das andere waren alles 2, also Karotte und Zwiebel. Genau.
Ist, weil er jetzt sagte, Daniel hat ein Holzverkauf, wo die Hackschnitzel verkauft, gesetzt. Was ist denn das für ein Teil? Keine Ahnung, kann ich da nicht sagen. Ich habe das nur gesehen, dass er da was setzen wollte. Also aber mein, Tat weiß ich nicht. Ja, doch, der hat was gesetzt, und zwar... Bauenland, nein, Quatsch. Doch, Bauen war das. Jenny hat den Server verlassen. Oh, er drückt sie auf die falschen Tasten, oder es geht irgendwas nicht? Verkaufsstation. Biomasse-Heizkraftwerk. Genau, Biomasse-Heizkraftwerk ist das. Das sieht aus wie Akku, ja. Genau, das müsste ja jetzt dann auch in der Dings zu sehen sein, oder? Was kostet denn das? 40.000. Und ist das in der Verkaufsliste zu sehen? Lohnt sich das? Oh, das... Es müsste ja seins, was er gesetzt hat, müsste er jetzt auch in der Verkaufsliste sehen. Ja. Ja. Weil wäre ja theoretisch für uns ein Verkaufspunkt. Hier, Hackschnitzel. Genau, Biomasse-Heizkraftwerk 234. Das ist sogar aktuell der höchste Preis dort im Norden. Tja, wollen wir die 40.000 auch investieren, oder? Weil es spart jede Menge Fahrerei. Wir können das auf den Hof platzieren. Ja, ne? Auf jeden Fall. Vor allem, ja, du brauchst überhaupt nicht mehr fahren, ne? Kannst ja dann direkt ran. Ja, ja, klar. Mit der Fräse. Ne? In Verkaufstriggern ist das drin, ne? Ja, Produktion und dann Verkaufsstation, ich glaube, 4. oder 5. von vorne. Leitplanke gefunden. So, wenn ich stell das Zwiebelschneidwerk mal hier vorne, wo deine Schaufel vom Radler, vom Frontlader ist, ne? Ja. Ja, okay. Ja, jetzt kriegen wir bei uns bis 228. Auch für 230 müsste ich zur Gärtnerei fahren. Das lohnt nicht. Nee, für die 2 Euro pro 1000, nee. Ja, wir kriegen ja 20.000 noch wieder von den Teilen, ne? Kannst du dann mal, wenn der Anhänger lädt, probierst du mal, ob er von der Fräse auch direkt da rein. Na klar geht das. Dann brauchst du immer nur hinher. Das so, spart das natürlich wahnsinnig Zeit. Schön, Kartoffeln brauchen wir noch, ne? Kartoffeln sind ja noch zweimal am Boden, zwei Felder. Sind das die letzten Karotten, die wir ernten müssen? Theorie, also wir haben ja hinten noch den Streifen gemacht. Das müssten eigentlich reichen. Wie gesagt, auch bis auf das, wo ich denke, dass das bei der Ruckelei nicht richtig funktioniert hat, das eine Feld. Ja, wir werden jetzt hier sauber abernten. Wo fährst du jetzt hin? Zur 61? Oder ja. Wo? Moment, dann lasse ich dir den hier gleich hier. Du brauchst den anderen nicht hochfahren, dann nehme ich den anderen LKW. Ja, da kannst du aber auch das Schneidwerk noch reinpacken, ist noch Platz. Fahrerhaus, ne? Na, ich fahre sowieso noch beim Hof vorbei und mach den voll, also. Stellst ihn erstmal da hin, da kommt ja eh kein Verkehr. Achso, jetzt habe ich einen Anhänger dran, deshalb kann ich meinen Auswurf nicht selber drehen. Ah, ist ja so gut wie voll. Oh, 600. 600 fehlen da ja nur. Tja, was machen wir dann mit den Feldern? Silage, ballen. Auf alle Fälle. Brauchen wir die noch? Nee, brauchen wir nicht. Aber was wird denn sonst machen? Ja, sie müssen 2 Tage gären. Wenn wir sie noch ja, aber einfach wollen. Nur brach liegen lassen ist ja auch langweilig. Ja, aber wenn es jetzt, na gut, klar, wir brauchen das Geld noch für die Kühe. Aber theoretisch spielen wir noch so lange. Ja,
Nein, das weiß ich nicht. Könnten ja auch irgendein Getreide anpflanzen oder so. Krass, ja. Endlich mal was anderes. Danke für deinen Follow. Oh ja, hier liegen noch massig Ballen. Ja, vielen Dank fürs Folgen. Und kriege ich den Baum nicht? Das ist doch schon wieder hier. Ordnungsgemäß gesichert. Ich habe es in den Zwiebeln eingebuddelt. Das. Aber der Anhänger hat keinen Gurt. Nee, deswegen habe ich es auch zwischen den Zwiebeln eingebuddelt. Das ist jetzt formschlüssig. Jürgen, wenn ich nochmal ein Schneidwerk transportiere, tust du mir vorher einen Gefallen. Was denn? Willst du noch gewaschen? Klapp das zusammen. Ich dachte, du willst es gewaschen haben. Nee, vorher zusammenklappen. Ach so. Jetzt ist es ein bisschen kleiner. Ich wollte gerade sagen, gewaschen hat ihr doch. Ich habe hier ein bisschen Überbreite. Weil die Hälfte hängt seitlich raus. Ah. Oh. Na, aktuell fährt natürlich so keiner in der Mitte, oder? Wenn, dann kommt doch maximal jemand aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen und aus dem Osten wird keiner kommen. Irgendwas in die Mitte bringen. Da schaffen sie schon wieder aus dem Norden irgendwas in der Mitte. Ne, ich denke, die machen auch Irak-Schnitzel. Ne, irgendwas mit einem LKW in der Mitte. Ja. Bis ich da bin, hat derjenige schon abgekippt. Moment, ich kann ja mal gucken. Uiuiuiui. Oben rechts wird gerade irgendwas abgekippt. Ja, rechte Seite ist alles Getreide. Irgendwas gespeichert wahrscheinlich.
Ich Schreck gekriegt, 64.000. Das sehe ich so, wie wir die Hackschnitzel kriege hier. Ja, das war schlecht. Ja, 19.000 nur für Schneidwerk, glaube ich. Das war aber Wertverlust dann. Das ist relativ viel. Was haben wir bezahlt für Schneidwerk? 84 oder 89? Ich glaube, 89 war es. Zu eng. Oh, diese Fräse nimmt wieder die Stumpen nicht. Kurt, eine mehr als alle anderen. Ja, da der Westen und Osten so wenig macht, wären es wohl so mindestens 12, 13 sein oder so ähnlich, ne? Also wir kommen jetzt noch auf 11, ne? Ja. Ne, jetzt haben wir 6. Ja, und 5 kriegen wir noch. Macht der Zuckerrüben haben wir da abgegeben. Macht du kriegst noch Kohl, ja. Möhren, ne? Kartoffeln, Zwiebeln. Genau, 4 die machen wir noch. 4 auf 10. 11 hätten wir mit den Steinen gehabt. Genau. Diese können wir auch noch verkaufen. Die paar. Stumpen-Rodeo, Rolf, das ist richtig, ja. Krönung wäre natürlich noch festfahren auf den Stumpen, ne? Festgefahren auf dem Hof. Weil ich habe eigentlich, habe ich die Fräse ganz oben? Ach nee, ganz oben nicht. Weil die nimmt ja die Bäume trotzdem. Wo ist der Preis gestiegen? Jetzt kriege ich 20.000 von Ladung. Ich glaube, im Januar gibt es am meisten, ne? Ja, ist ja gleich der höchste Dezember und Januar eigentlich. Also es ist eigentlich noch steigender Preis, das ist richtig. Ja. Denk dran, wir holen die hinten bei Feld 54 auch wieder weg. Ja klar. Was ist mit Jenny heute los? Die müssen wir aber halb schneiden, ne? Weil wir die sonst nicht mit einmal reinkriegen. Wäre Verschwendung. Ja, Kettensäge einmal halbieren und dann zumindest den Groß, die zwei sind es, glaube ich, zwei oder drei großen. Die Pappeln. Holger, Jürgen, bunkerst jetzt das erste Mal? Ja. Okay, dann fahr ich sag Bescheid, wann er voll ist. Ich wollte es jetzt wissen, weil dann fahre ich noch einmal zum Hof holen eine Ladung, bevor ich LKW tauschen komme. Ja, ich habe das erste Mal abgebunkert jetzt. Was fährst du in die Mitte? Ja, das, was ich gerade. Also eben hatte ich Zwiebeln, davor hatte ich Kohl. Je nachdem, was er mir als erstes anzeigt. Okay. Ja, da ist auch nicht mehr bei einer, da ist auch nicht mehr allzu viel drin, ne? Da waren, glaube ich, nur noch 30.000 drin oder so. Aber frag mich jetzt nicht, was das gewesen ist. Müsste eigentlich Kartoffeln sein, eigentlich in letzter Zeit so viel. Ach so, ja, Kartoffeln haben wir noch viel angepflanzt, da müssen wir noch einiges ernten. Ja, ja, Weißkohl mache ich erstmal weiter. Wird hier gerade angezeigt.
prinzipiell ist es ja egal, muss da sowieso alles sein. Ja. Weil uns selbst wenn jetzt eins zu was zielt, dann müssen wir halt bloß. Geld ist genug da. Einmal können wir uns erlauben, so ein 210. Hä? Ja. Ja, theoretisch, Zwiebeln sind ja alle geerntet. Das könnte ja zugemacht werden. Kohl müssen wir noch ernten, auch Möhren müssen wir noch ernten und Kohl müssen wir noch, aber nicht mehr als Kohl, na klar. Allzu viel, ne? Kohl müssen wir noch 700.000 oder 800.000 ernten. Hat ich mich da gerade so verguckt? Wir haben 3 Felder mit Kohl angepflanzt. Oder ich habe gerade falsch geguckt, das kann auch sein. Weil irgendwas hatten wir gerade 1,7 drin. War es wahrscheinlich eben, dass ich die Zwiebeln abgegeben habe. Also hingebracht habe. Das kann sein. Also Lager steht ja in der Lagerübersicht, stehen ja 2,1 Millionen. Irgendwas muss ja da stehen, ne? Ja, ich mache jetzt erstmal noch Kohl, weil das wurde mir als erstes angezeigt. Warum krieg ich keinen grünen Ring hier? Das wird doch. Da musst du ein bisschen seitlich gehen, nach rechts, nach links. Der ist nicht direkt vor der Schneide, ist ganz komisch angezeigt. Ist aber erst blau. Ja, weil du noch zu weit weg bist. Das heißt, die Richtung stimmt schon mal, aber die Entfernung stimmt noch nicht. Ja, der Chip mit der Kettensäge, das stimmt sowieso nicht. Das war im 19er nicht so extrem. Das merke ich nämlich, wenn ich Bäume noch nachträglich entasten muss. Ich muss drei Stämme weiterstehen, bis ich endlich den Ast erreiche. Holy, hallo? Wenn der Vollernter mal wieder rumgesponnen hat und ein Ast dran geblieben ist. Achso, bei Canyon Crossing habe ich auch probiert mit den Holzlader, ne? Holzlader? Ja, der automatisch die Bäume reinzieht. Achso, der Container. Nee, oder wie? Das ist ein Fliegel. Ein Fliegel, ganz normal, und der zeigt dir dann, der macht der Autolot die Bäume rein. Aber der ist immer an, der Autolot. Also wenn du hinkommst, saugt er die Bäume ein. Und bei Achim an Holzlager kannst du abkippen. Das funktioniert. Du hast dann optisch keine Bäume auf dem Anhänger, sondern bloß Holz geladen. Das sieht dann so aus, als wenn so Telegrafenmasten sind. Genau, solche dünnen Streichhölzer oder sowas. Ja. Aber du hast. Aber welches Lager ist das denn vom Achim? Das ist normale Holzlager. Das große? Ja. Und du hast eben das Problem nicht, dass du eben die Kollision durch die Kante fährst, ne, wo es immer so gerollt hat dann. Weil du fährst dann eigentlich bloß einen Anhänger mit einer Füllplane. Ich hatte das nämlich schon mal getestet, aber da habe ich auch das große Lager gesetzt, aber da hat er sie nicht angenommen. Doch, also das aktuelle habe ich probiert, das ging. Das ist natürlich super für die Performance, gerade wenn wir 2-3 fahren haben. Daniel fährt meistens Ziel. Ja, ja, ist egal. Lassen wir. Genau. Und es gehen, glaube ich, 60.000 gehen, glaube ich, rein, der Anhänger. Und da könnte man dann echt noch gucken, weil der Anhänger hat ja dann bloß einen Fill. Meines Erachtens müsste er ja in Fill-Type haben, was eine Kapazität hat. Und den könnte man sich dann vielleicht sogar auch größer machen, ne? Dass man meinetwegen, was weiß ich, 80 oder 100.000 transportieren kann denn. Ja, alleine für die Performance ist das schon Bombe, dann würde ich sagen. Du bräuchtest auch den Baum nicht mehr zu entasten. Also, wo ich es probiert habe, ich habe bloß mal Kettensäge umgesägt und zack, war auch noch ein Anhänger. Wenn du daneben stehst. Also absägen musst du noch. Und er nimmt alles an Bäumen, ne? Also das... Ja. Du machst... Mich auch gewundert. Theoretisch, naja, ich hatte dann die Überlegung,
Das müssten wir mal ausprobieren, was hier so eine Eiche oder mach mal. Eine Ulme, die relativ viel Hackschnitzel bringt, was die dann an Holz bringt. Dann sag mal ruhig Bescheid dann. Was? Müssen wir da mal probieren, ja. Wir sind am Ende der ersten Folge, oder? Echt? Die beste. Oh ja. Ich bin schon wieder bei mir auch, ja. Oder? Dann gehen wir schnell wieder hoch. Das ist furchtbar mit der Zeit. Ja, habt ihr. Findet euch zurecht. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt, auch wenn man da ein großes Stück Holz von schneidet, oder wie meint ihr, von den Bäumen? Nee, es gibt ja einen Holzlader. Der lädt automatisch jeden Baum. Also macht immer Holz draus. So. Und wenn du natürlich dann einen Laubbaum umsägen kannst und kriegst dann statt 15.000 Liter Holz 30.000 oder 40.000 Liter Holz, ist das schon interessant. Weil der lädt jeden Baum, nicht bloß Fichten oder Kiefer. Okay, aber auch nicht nur entastete sozusagen, sondern. Die brauchst du bloß umsägen, der lädt den mit Autolot ein, egal was es ist, Hauptsache Holz. Egal wie grün. Ja. Hauptsache es kommt mit. Na gut. Jo, ich gehe wieder hoch. Jo. Bis später. Jo. Dann sage ich erstmal hier vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Folge natürlich dann morgen um 17 Uhr. Bis dahin und tschüss. Ciao. Ciao.